Lassen Sie uns das Beste vom Besten machen. Robuster Freiluftkoch fürs Quartier. Beeinflusst Entdeckerbehausung und Technikerbehausung. Einwohner verbrauchen 30% weniger Pemmikan. Ist das schwer herzustellen? Lohnt sich das, das vielleicht zu machen? Klingt ja nicht verkehrt. Ist ausgebrochen. Ach, schön. Krankheiten wieder. Kannst du mal gucken, wo das ist und wie? Ja, ich guck mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wo ist das mit der Krankheit? Ach, da. Haben die da... Haben die? Oder haben die nicht? Ach so. Die haben nicht. Deswegen. Dann sollte ich das... Oh, wow. Henry Zanki, Mann des Stahls. Ein legendäres Item. Beeinflusst Stahlwerk, Kanonengießereien und Geschützfabrik. Produktivität plus 50, Arbeitskräfte erforderlich minus 25, minus 75% Unterhalt und minus 50% Attraktivitätsmalus. Ja, den identifizieren wir auf jeden Fall mal. Wer weiß, wann wir ihn mal brauchen. Das stimmt. So, schnell. Weshalb nur überleben? Weshalb nicht erleben? Okay. Standbild? Ja, nee. Zu doof zum Klicken wieder. Hohoho. Industriekapitäne, Band 31. Beeinflusst Wohngebäude. Arbeitskräfte plus 40%. Einkommen pro Haus plus 40%. Okay. Krankheitsgefahr plus 60%. Ui. Ja, Prost Mahlzeit, ne? Ja. So, Krankenhaus ist in Arbeit. Ja, das Krankenhaus hat erstmal was zu tun hier, das steht fest. Ein Andenken an diese Unglück. Geschenk! Wo? Da. Das haben wir alles Ihnen zu verdanken. Oh, danke, Sie, Senor. Bereit zum Ausgang. Oh, Aureus-Münze. Schick. Oh, der Öltanker ist krank. Scheiße. Schoner steht bereit. Was? Welcher? Wo? Der nur parkt, zum Glück. Eine Infektion breitet sich aus. Der frühe Vogel. Dann stell den Öltanker bitte irgendwie aufs offene Gewässer oder so. Ja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Neuk. So. Route eingezeichnet. So, ich habe jetzt einfach mal random Forschungspunkte wie blöd in die Identifikation von Items. Sehr schön. Genau. So, falsche Welt. Mann, neue Welt. Jetzt aber. Maschinen laufen an. Ja. Obwohl, da wo er steht, kreuzt da kein Schiff. Vielleicht. Vielleicht steckt er ja mal den Hugo an. So. Müsste ich eigentlich mal hinfahren, warte mal. Hallo Kollege, ich wollte mal nur rüberspucken, rübergucken. Wie es dir so geht. So, die Ölimporte kann ich dann auch streichen. Okidoki. Alter, so. Hier ist schon wieder Krieg am Kap. Das hört auf mit dem Kack. Alter. Zeitlich.
Neue Befehle. Ich sammle mal das Treibgut da ein. Treibgut? Vor dem Hafen. Ja, Treibgut. Neue Ziele. Lugi, Lugi, was drin ist. 11 Tonnen Dynamit, yo. Nice. Weg damit. Bevor er es merkt, schnell verstauen. Wenn ich Vater und Mutter eine... Das habe ich gebraucht. Ja, ich habe es auch gebraucht. So. Entschuldigung. Habe ich da etwa etwas assoziiert, was ich nicht hätte assoziieren dürfen? Das ist freie Auslegungssache. Okay. Ja. Ich schick dir ein Foto. Eine Postkarte. Eine große Hilfe. Oh. Fehlende Elektrizität. Bringst du Neuigkeiten? Der stärkste Kimmick zieht den Schlitten. Nice. Alles bereit. Stimmt. Mach es auf deine Weise. Was? Nein, wirklich. Du allein entscheidest. Junge. Wo soll ich die hernehmen? Ja. Gleichgültigkeit. Ciao. Ist das Karbunkel der Gesellschaft. Erklär mir doch den Krieg. Wurde eingezeichnet. Volldampf voraus. Tipptopp parat. So. So, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo das ist. Das sieht nach der großen Kette hier aus. Oder doch nicht? Hier wird Elektrizität benötigt. Das sieht nach Eis aus. Das kann ja nur... Obwohl, da wäre ja... Nee, dann wäre das in der Mitte gewesen. Das ist es schon mal nicht. Wäre gescheiiei. Da sagst du was. So, das kann es auch nicht sein. Boah, gab es da nicht ein Item, was schwere Geschütze nebenbei abwirft? Mal in die Bibliothek gucken. Items, unbekannt. Geschütze. Da, Bruno Ironbright. Eine Herkunft. Auch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ah! Ah, okay. Hier ist es. Sind unterwegs. Den müssen wir irgendwie kriegen. Was denn? Den Bruno Ironbright. Den müssen wir irgendwo herkriegen. Neue Befehle? Irgendwo müssen wir den herkriegen. Okay, das erste Luftschiff ist in Arbeit. Cool. Da bin ich ja auch mal gespannt, ey. Weil der Bruno Ironbright beeinflusst Hochradwerkhallen, Nähmaschinenfabriken und Dampfwagenfabriken. Okay. Also da könnte ich einen riesen Komplex draus bauen. Ja.
wo der drin sitzt und beeinflusst. Produktivität plus 50%. Und zusätzliche Waren, bei jedem dritten Zyklus produziert er eine Tonne schwere Geschütze und eine Tonne Dampfmaschinen. Bah. Den brauchen wir. Das klingt gut. Den Kollegen. Kollege Tonschuh. Ein neuer Auftrag? Ich fahre mit diesem Schiff dahin. Ich bin grenzdebil. Auf Ihren Befehl. Okay, du fährst dann wieder zurück. Dankeschön. Ich fahre mit einem ganz normalen Clipper zum Tauchen. Matrose, wir haben keine Taucherglocke, aber hier, zieh mal diese Jacke an und tauch mal. Wie bei Asterix und Obelix entdecken Amerika. Stupidus, was sagt uns der Wasserstand? Sieht denn diese Leine da hoch? Weißt du, was ich meine? Ja! Oh Gott! Zu schön! Volle 5 Knoten, wir sind am seichten Ende. Oh Gott. Ah, toll. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ein neuer Auftrag? Schwere Geschütze. Oh. Erfordert Elektrizität. Naja. Drinnen ist es wärmer. Es könnte durchaus noch kälter sein. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Das muss ich verbinden, ansonsten haben die... Alleine, was ich brauche, um Dynamit herzustellen. Boah. Schweine zuchten. Mit Vasenmeistereien. Salpeterwerk. Ach, du Scheiße. Ich ahne Finsteres. Also sieht tatsächlich nach mehr aus, als es am Ende ist. Und auch die Dampfmotoren, die Dampfmaschinen sind eigentlich schnell produziert. Eigentlich. Ja, das ist so ein Ding. Mhm. Das ist jetzt der erste Spielstand, den ich so hab, der so funktioniert. Heißt, ich komme quasi jetzt erst an den Punkt, dass ich mich mal mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen muss. Außer auch mal was Schönes. Jo, jo, jo. Ja, ja, ist kein Scheiß, ja. Alles gut. Infektionswahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja, das macht nichts, ist momentan eh. Hätten wir, ne? Ja. Ja. Okay, nee, ich will darüber nicht reden. Nein, passt nicht. Muss ja mal aufpassen, was man so in Aufnahmen so erzählt. Ja? Was? Da muss man aufpassen. Das gibt's das doch gar nicht. Nicht in der Produktbeschreibung. Ach gut, dass ich noch Kaffee habe, ey. So, wie lange braucht denn der noch? Okay, der braucht noch 10 Minuten. Du darfst schon tauchen, na dann bitte seh mal zu. Obwohl, lass das mal so. Ja, Beute! Uff, Mammut. Ein Mammut? Ja. Ein eingefrorenes Wollhaar-Mammut? Nice. Das, Wirklich? Ja. Nice! Das ist cool. Nice. Das ist nicht nur cool, das ist nice. Das bringe ich mal schnell zurück. Ja. Tun Sie dies, Herr Ingenieur. So, warte mal. Ich schick mal einen Clipper mal zum Hafen von dem. Hier zerstört sich auch immer Hugo und der Admiral. Hier liegen immer Sachen rum. Das ist gut. Das muss ich mal hinfahren. So ein Abstauber-Clipper. Einfach
Was für eine Mission haben wir? Ja, wir müssen warten. Gleich geht's hier los. Pass auf. Wenn sich die Idioten an den Köpfe einschlagen, können wir abgreifen, wa? Oh Gott, ey, ne. So, dann produziere ich hier weiter Messing. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, Salsa Verde. Ja, da wo nichts los ist. Da machen sie Feste, alles klar. Gut, okay, das läuft ja alles wunderbar. Embesa, ja, läuft von alleine. So, da haben wir alles. Perfekt, die Kohlemine, die hat jetzt Strom. Das ist gut. Das ist gut. Geht noch schneller. Jo. Auf Ihren Befehl. Ich habe sogar eine Flagge von La Corona. Was? La Corona. Das hängen wir auf. Ich schmeiß mich weg. La Corona. Ich gehe davon aus, dass die Erwärmung der gut organisiert. Hä? Was? Ach so. Ja, ich hab ein Standbild. Das macht nichts. Ach so. Du bist schuld. Mit Präzision entwickelt. Voll. Was ist der das denn? Ja, der war ja hardcore erfreut. Der Typ. Ja. Ja. Toll. Eine Granate schenkt er mir. Ja, wow. Oh. Eine Granatenbelohnung. Ja. Alles bereit. Liefert Elektrizität. Okay, das passt also auch. Da hat sich aber jemand nach vorn gekämpft. Gut. Finde ich auch. Ein Stahl steigt plus 1. Wenn ich jetzt mal eine Dampfmaschine... Ach du Scheiße, ist das die meine White Lady hier ist schon ein Prachtstück. Das Neueste vom Neuesten. Weiße Haie hingegen durchstreifen die Tiefen der Meere schon lange vor uns. Beindrehen! Ja, ja. Erzähl mir doch mal was Neues. So, ich produziere jetzt Töftöfs. Töftöf? Ja, Dampfmaschinen. Dufte. Aber nur mit einer Fabrik, sprich alle 45 Sekunden eine Maschine. Okay. Na gut. Weil ich mein Messing nicht überstrapazieren will. Erstmal. Habe ich Wichtigeres, was produziert werden muss, ehrlich gesagt. Si, Senor. Ich finde das nicht, das gibt's doch nicht. Muss da irgend so eine kleine Dümpelinsel sein. Aha, das sind die Glühfäden. Aha, wo ist mein Beton? Das liebe Leid mit dem scheiß Beton. Ah, Betonwerk. Lehm und Stahl. Dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass mein Beton durch die Decke geht. Wo soll das sein, verdammt? Und ich kein Lehm mehr habe. 1, 2, 3.
Karte öffnen. Dass man auch nicht reinzoomen kann, ist ärgerlich. Das sind doch so zwei Inseln abgetrennt. Hier haben wir eine, da haben wir eine. Ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als von mir selbst. Tag und Nacht. Sie, Senior. Ja. Wenn Sie das sagen, Sefe. Ja. Dann ist das so. Wo soll diese Insel sein? Abdrehen beginnen! Sonst ist das immer so klar definiert. Aber hier? Der Statthalter von Capital City verkündet, es leben offiziell keine Bauern mehr auf Capital Island. Buh, fui! Ausgrenzung. Das muss doch diese Inselparty hier sein. Das. Inselparty? Corona-Party? Was? Vielleicht kannst du mir gleich mal helfen, weil ich stelle mich gerade ultra doof an. Warte. Aber aus diesem Bild werde ich nicht schlau. Karte öffnen. Sieht auch nicht nach einer Insel aus, die man bewohnt. Selbst auf der Minimap sieht man das. Die Bedingungen sind schlecht. Oha. Sie sind das. Halten Sie erhöhte Produktivität deine durch Arbeiterpension für Arbeiter? Jetzt was? Hält das Volk. Erhöhte Produktivität durch Arbeitspensum für Arbeiter. Was will der von mir? Lassen Sie hochleben. Mehr Arbeit oder weniger Arbeit, weiß ich nicht. Wenn alle Erträge in der Gemeinschaft bleiben, so sind Sie nicht sicher? Ob Ihre Arbeiter? So, ich muss mal Tag stellen hier. Sonst Arbeitspensum für Arbeiter auf 10% hochschalten. Ja, nicht sei es da jetzt das. Mal gucken, wo arbeiten denn viele Arbeiter? In meiner Stahlindustrie zum Beispiel. Nicht? So, und da können wir doch mal im Stahlwerk. Ja, aber für Arbeiter, nur die Arbeiter sollen. Ja. Für 10 Minuten. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja. Dann ist auch die Rede von allen Produktionsketten. Ach du Scheiße. Yep. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Gibt's eine Strafe, explodiert was, macht Peng oder so. Ich weiß es nicht.
Luftschiff. Machen Boom, Unfall, oder was? Das ist so in etwa, ja. Ein Bajonett reicht nicht, um uns alle aufzuspießen. Oh, wo ist jetzt was explodiert? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, ja. Kümmert mich ein Piep. Feuer ist schneller gelöscht, als es ausgebrochen ist, Junge. Zack. Im Schwebezustand. Die Flammen wurden gelöscht. Komm, fertig. So, ich soll dir bei was helfen. Ja, bitte, Karte und da guck mal bitte, wo das sein soll. Ich bin ratlos gerade. Die Hitze strahlt nicht weit. Was? Muss ja irgend so eine kleine Furzinsel sein, ne? Ich mag sie auch nicht. Ja, das ist die Insel, wo der alte Nate ist. Oder mit seinem Luftschiff. Danke. Ich bin drauf. Ja, hab's. Ich guck gerade mal nach, was der so verkauft hier, so Items, der... Ja, so nette Sachen mal. Ach ja. Was es nicht alles gibt. Gut, dann sehe ich mal nach dem Kleinen. Ach, das. Kann ich da oben eigentlich erkunden? Kunde mal die große Insel. Bitte. So. Ist denn ein Layout für schwere Geschütze? Halt.